Gesundes Neues! Hallo Molly! Gesundes Neues! Oh. Adi Schatz! Alles Gute! Gutes Neues! Gesundes! Oh mein Gott! Look at this! Look at the ass! Adi Schatz! Alles Gute! Was ist das denn hier? Alles, ein Schlüpfer liegt noch hinterm Sofa. Thomas, gesundes Neues. So, Grüße. Hannes, gesundes Neues. Gell, was sagt? Oh mein Gott, oh, so ja. Toll. Hau rein, die Scheiße hier. Ich hätte jetzt gleich ins zweite oder dritte geworfen, damit man ein lustiges Wurfspiel hat. Aber Vorsicht, ist Müll drin, nicht, dass alles rumfliegt. Ach Hannes, das neue Jahr beginnt schon wieder richtig komisch. Guck, wie sorgfältig der Hannes ist, damit nichts passiert, tu da extra den Sack ein bisschen oben jetzt rumfummeln und dann geht's vielleicht irgendwann in 10 Jahren. Ich hab doch immer keine Zeit. Ich verstehe es nicht. Weil es sind 2 Tonnen, die sind fast leer, die sahen so gut aus. Hannes ist, der macht erstmal die Angefangene zu. Hättest du es auch hier drin lassen können, das wäre ja genauso gewesen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Ne? Moin. Den können wir mal einladen an Silvester, der bringt immer die gelben Säcke vor die Tür. Ich wollte eigentlich mit ihm heute Community Raid machen von Chabelle, also am Montag, am Dienstag den Mega Raid, Mega Ampharos. Und am Dienstag geht Hannes wieder, am Mittwoch Raid, am Mittwoch und so weiter. Nee, gibt's schon wieder so eine komische Ticketforschung. Ich dachte, das hat jeder sowieso für sich. Nein, das ist ein 1-Euro-Ticket, was man erwerben kann. Das wurde mir geschenkt vom 27 Alex 1992. Deswegen habe ich jetzt meinen Buddy wieder so genannt. Das ist jetzt hier der Alex. Dankeschön, Alex, für das Ticket. Das Ticket beinhaltet nämlich hier im Heute-Tab: Laufe 1 Kilometer, fange 20 Pokémon, brüte 2 Eier aus, mache 4 Schnappschüsse von Pokémon im Freien. Ihr habt ein paar coole Begegnungen, hoffe ich. Und unten sind 100 Coins drin. Und momentan habe ich gespart. Ich habe mir schon seit mehreren Tagen keine Erweiterung mehr gekauft, weil ich sparen wollte, dass wenn Mosquito und Voltrian da sind, ich von beiden einen Fernraid machen kann für den Pokédex-Eintrag. Wie ich das mache, weiß ich nicht. Das hier ist also das Ticket. Das hat der Alex gekauft. Es gibt auch wieder das Eierlei-Zugangsticket, was ich im Dezember gekriegt habe, jetzt gar nicht kriegen kann, denn du kannst es nicht verschenken. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht, denn das heißt, das wird mit meinem Account nie in Berührung kommen, denn ich selber kaufe nichts. Ich will Free-to-Play. Und jetzt muss keiner 6 Euro bezahlen, damit ich diesen Mist bekomme. Obwohl ich mich gefreut hatte über die Brutmaschinen. Kann man schon so sagen. Das ist aber schön. 99 Cent habe ich gerne genommen vom Alex. Wir machen jetzt die Aufgaben. Und dann ist das Video für heute, für Montag. Wir werden aber trotzdem heute noch einen Raid machen. Und den machen wir dann halt für Dienstag. Und Dienstag, den machen wir dann halt für Mittwoch. Und Mittwoch, Raid am Mittwoch kommt am Donnerstag. Oder wir verdrehen wieder alles. Da lassen wir uns noch was einfallen. So, Hannes, hast du Bock? Ja, auf Friday hab ich Bock. Denk dran, heute ist der letzte Tag. Morgen geht's nach Hause. Nach Hause. Da, wo er herkommt, da oben so. So, vom vielen Forschen kriegt man natürlich Hunger. Der Ramses ist schlau. Der hat letztens Jahr in dem Monopoly bei McDonald's gewonnen. Einen Softdrink. Ich habe jetzt meinen Coupon eingelöst und habe mir eine Cola Zero geholt. Ganz gechillt. Und der Hannes? Der hatte Hunger, der hat sich jetzt für 38 Euro 2 fette Beutel Maggis Fraß geholt. Da sind 2 Cranberry Big Rösti drin, da ist ein Raclette Big Rösti drin, da sind 20er Nuggets drin, 2 Cheeseburger. Wenn es nicht noch mehr ist, ich habe keine Ahnung. Hat er gesagt, ach, das geht doch, der Tag ist doch noch lang, das kann man doch später noch mal essen, ne? Also, ich habe eine Cola, so, das bin ich, das ist der Hannes. Hannes, Prost! Prost! Und wir müssen aber dann die Forschung noch zu Ende machen, ob wir das noch schaffen. So, da seht ihr dann Hannes nochmal bei der Arbeit. Der macht nicht nur gelbe Säcke, der Hannes macht jetzt auch neu N-Pappe. Ne? N-Pappe. Und wir wollen gleich die Forschung abholen.
So, Hannes, da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie du das machst. Soll ich dir helfen? Soll ich einen aufmachen? Ich mach einen auf und du tust einen rein. Nehm extra hier den letzten und dann legen wir einfach drauf. Ach so, ich sag's einfach drauf. Komm, ey. Wir sind hier nicht bei den Hottentotten, wir sind bei den Super Hottentotten. Das ganze Ding neu, fertig. Schon ist weg. Hannes hat früher in der ECW immer Dumpster-Matches gemacht gegen Cactus Jack und Terry Funk. Daher kennt er das Prozedere. Ich stelle mich jetzt mal ganz kurz, Leute, zusehen, herhören. Mal kurz hier hin für die Forschung, für das Abholen, denn da ist noch eine Aufgabe nicht fertig. Mache 4 Schnappschüsse von Pokémon im Freien und das ist so sinnlos, weil du gehst da drauf, gehst halt auf die Kamera, auf das Bild, machst so, dann hast du hier, oh, ich habe eins. Und dann machst du aber nochmal so und oh yeah, ich habe noch eins. Und dann machst du, oh hier, warte, wir haben ein drittes. Also kannst du mit einem einzelnen Pokémon 100 mal halt das Foto triggern und was das für einen Sinn hat, weiß ich nicht, aber ich benutze das Feature wahrscheinlich nicht richtig. Hier sitzt Milzer. Hast du dein Handy dabei, Hannes? Ja, freilich habe ich mein Handy dabei. Fang das Milzer, es geht um Leben und Tod. Jo, das Milzer. Seht ihr das natürliche Habitat von Milzer? Es sind die Müllcontainer. Das Milzer auch genannt, jetzt neu. Ja, das tüten wir mal ein und hier sitzt ja noch so ein Pummeluff, was es jetzt heute neu gibt mit Schleife. Es gibt ja auch Pummeluff-Showcases und das haben wir gar nicht versucht zu fangen. Hätten wir aber auch noch machen können, wenn wir hier drauf hauen. Hut, Hut, Shiny sieht auf jeden Fall richtig toll aus, sage ich immer wieder. Die Eier, die aufgegangen sind, können wir euch ganz kurz zeigen. Und zwar haben wir Pantimimi gebrütet. Das ist, naja, 2 Sterne. Und wir haben einen Kindwurm gebrütet, das hat sogar 3 Sterne. Das wären 93er, aber weiß ich nicht. Habe ich überhaupt schon Bruder Lander? Bruder Lander, haben wir hier eins. Das nennt sich Koronika, das ist schon auf Level 40. Danke an die Koronika. Das ist nicht so gut von den IV, aber es ist Koronika. Deswegen, man sammelt jetzt also die Leute einfach als Pokémon. Wir können jetzt die Belohnungen abholen. Es gibt 2024 Staub. Es gibt 3 Pokémon-Begegnungen. Einmal hier auch mit Pummeluff. Zack, Ball drauf, schnell zurück, schnell fangen, Trick. Bewähren tun wir danach. Dann haben wir hier als zweites drin. Hut, Hut mit Partyhut, nicht shiny, könnte aber gute IV haben. Und dann ist die Pokémon-Box voll. Ach mein Gott, dann schmeißen wir jetzt hier ein paar Sachen weg. So, haben jetzt noch das Wampel mit Partyhut. Da haben sich die Leute ja gefreut. Wir brauchen immer noch Raupi mit Cowboyhut, das ist wichtig. Und jetzt können wir hier 100 Pokémünzen abholen. Das ist cool. Dankeschön, Alex, für die 100 Pokémünzen. Wir gucken noch mal kurz, was die 3 hier haben. An der Bewertung dran. Da ist 3 Sterne Pummeluff. Hier haben wir 3 Sterne Hut Hut. Und hier haben wir 2 Sterne Wampel. Also für 99 Cent kann man da eigentlich nichts falsch machen. Die anderen haben auch schon gesagt, wenn du dir für 99 Cent 100 Münzen auflädst, dann hast du ja dann 100 Münzen. Nur dass es den Staub und die Pokémon-Begegnungen gratis dazu gibt. Und das ist okay. Das kann man machen. So, wie viele Münzen habe ich jetzt? 700. Da könnte ich mir so ein Dreierpack Fanraid-Pässe kaufen und die Tage mal Mosquito und Voldriant machen und einen halt aufheben für irgendwann, wenn es mal brennt oder so. Ansonsten war es das jetzt. Habt ihr euch das Ticket gekauft von der 99-Cent-Forschung? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Hast du dir das gekauft? Nee. Brauchst du nicht, gell? Der Hannes, der ist froh, wenn er eine Hose hat und der Rest ist egal. Nee, ich hab's vom Max so. Blablabla bekommen. Von was? Vom Max. Null Max 6. Genau. Grüße gehen raus an Null Max 6, jo, dass der Hannes da hier das Ticket bekommen hat. Von dir hab ich das Relaxo bekommen, das Relaxo Plüsch, das Ditto Relaxo. Der Null Max 6, das ist schon so eine Donne, ne? So. Das war's dann von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Tschüss euch. Hannes hier ist übelst gemütlich hier. Ja. Wenn ich mir die Tonnen so angucke, da passen wir gut rein. Ciao.